Herkömmliche Lampen smart machen ist doch heute eigentlich gar kein Problem mehr. Einfach das ursprüngliche Leuchtmittel rausschrauben und mit einer der vielzelligen smarten LED-Birnen ersetzen, App oder Bridge installieren und schon ist meine alte Lampe smart. Fertig. Aber welche LED-Leuchte nehme ich denn jetzt eigentlich? Und kann ich irgendwie vermeiden, dass meine Daten über Cloud an irgendwelche ausländischen Server geschickt werden? Und wenn ja, kann ich dann nicht einfach das Ganze in meinem lokalen Netzwerk gesichert, ohne App und so weiter einbinden? All diese Themen klären wir im heutigen Video und ich zeige dir am Beispiel einer G-Lite, wie du diese ganz ohne App in den I.O. Broker integrierst. Und wenn dich das Thema genauso interessiert, und du weitere Infos zu Smart Home haben möchtest, dann lass mir doch gleich mal ein Like da und bleib dran. Also, los geht's. Ich habe dir gerade erzählt, dass wir die G-Lite oder Yeelight, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ganz ohne App betreiben kann und so wollen wir das ja auch machen. Das stimmt auch soweit, aber leider müssen wir ganz am Anfang einmal die App installieren, um die G-Lite in unser WLAN zu bekommen. Das ist jetzt aber nicht Bestandteil dieses Videos. Ganz einfach, weil das wirklich simpel ist. Du lädst dir in deinem Play Store oder in deinem App Store die G-Lite App runter und dann wirst du auch schon direkt durch die Installation durchgeführt, wählst dein lokales WLAN von dir aus, gibst dein Passwort ein und schon ist deine Lampe in deinem WLAN. Wenn du das einmal gemacht hast, kannst du im Prinzip die App wieder deinstallieren, denn die brauchen wir jetzt für die weiteren Schritte nicht mehr. Wir starten also direkt an dem Punkt, wo wir das Ganze in den I.O. Broker integrieren wollen. Wenn dir I.O. Broker noch nichts sagt, dann schau doch einfach mal in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich dir mal ein Video, wo I.O. Broker ganz gut erklärt wird. Wir starten also direkt im I.O. Broker und schauen uns an, wie wir die G-Lite integrieren können. Als erstes installieren wir uns den Adapter. Dann gehen wir logischerweise hier auf den Punkt Adapter und geben oben in der Suche einmal G-Lite ein. Und da finden wir auch schon den entsprechenden Adapter. Den wählen wir uns aus, hier hinten mit dem Plus. Gehen auf Hinzufügen. Und da wird das Ganze installiert. Das dauert jetzt ein bisschen, ich spule das mal kurz vor. So, das war schon die Installation vom Adapter. Super simpel. Jetzt müssen wir noch unsere Lampe finden, deswegen gehen wir einmal auf den Button, wo wir das Ganze finden können. Da ist sie auch schon gefunden, das ist die IP-Adresse. Was mir noch nicht gefällt, ist der Name. Den ändern wir jetzt mal in G-Lite Wohnzimmer und speichern das Ganze. Jetzt schauen wir unten auf den Status, der ist im Moment noch rot, das dauert einen Moment. Der müsste aber gleich grün werden. Da ist es schon. Und jetzt ist der Adapter auch schon gestartet und aktiv. Wir gehen einmal auf Objekte und scrollen runter auf die Yeelight. Die hat er jetzt noch nicht gefunden. Wir aktualisieren mal hier oben links auf dem Button die Objekte nochmal. Und jetzt hat er auch alles soweit angezeigt und gefunden. Wir gehen hier oben, genau da sehen wir es, auf den Punkt Yeelight Wohnzimmer und hier auf Control. Und da sehen wir auch schon die einzelnen Werte, die wir hier entsprechend ändern können. Jetzt können wir uns hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel den Eintrag Power. Den können wir jetzt beispielsweise mal ändern und setzen mal hier den Haken auf True und gucken, was unsere Lampe macht. Ja, wunderbar. Die reagiert schon. Das heißt, hier können wir schon mal sehen, dass die in I.O. Broker soweit eingebunden war. Hier können wir bei Active Bright einmal die Helligkeit ändern. Auch da wird die Lampe heller. Ich hoffe, man sieht das. Hier drunter sehen wir nochmal den Farbwert. Da geben wir jetzt einfach mal einen anderen Wert ein. 100 ist jetzt ein Grünton, wie wir sehen. Hier unten kann ich auch nochmal einen RGB-Wert direkt eingeben oder auch die Sättigung. Ich gebe jetzt mal hier oben bei der Farbtemperatur Warmweißton 2700 Kelvin ein. Auch da sehen wir, dass die Lampe direkt reagiert und bringt jetzt so ein Warmweiß. Nochmal auf 5000 Kelvin ist so ein Kaltweißton. Also wir sehen, das funktioniert alles wunderbar. Hier unten kann ich, wie gesagt, den RGB-Wert mal eintragen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich trage jetzt einfach mal ein paar Werte hier ein. Okay, jetzt komme ich wieder auf den Grünton. Also
Ich denke, man sieht soweit, dass ich da ohne Probleme ganz einfach und easy, das war jetzt wirklich nicht viel Arbeit, in IO Broker das Ganze integrieren kann. Aber was mache ich jetzt damit? Ich glaube, wir sind uns einig, es ist sehr umständlich, jedes Mal hier irgendwelche Werte zu ändern. Es ist zwar schön, dass wir das Ganze lokal in unserem Netz betreiben können, aber so richtig schön ist das noch nicht. Deswegen zeige ich dir jetzt nochmal wieder, wie man das Ganze auch mit einer Visualisierung umsetzen kann. Es gibt da ganz viele verschiedene Arten. Ich zeige dir jetzt nur mal ein Beispiel. Wenn dich das interessiert, dann lass mir mal einen Kommentar da. Ansonsten zeige ich dir mal ganz kurz, wie ich das bei mir löse. Wir sind jetzt in meiner Visualisierung. Ich zeige dir jetzt nur mal ganz kurz, wie man sowas machen kann. Ich gehe jetzt mal hier auf Slider und sage jetzt einfach mal, ich möchte jetzt hier einen Slider für die Helligkeit. Ich setze dafür den Namen und wähle mir jetzt genau da, wo wir eben auch schon waren, in meinen Objekten den entsprechenden Eintrag aus. Also ich gehe jetzt hier wieder auf meine Yeelight, Wohnzimmer, Control und gehe jetzt auf Active Bright, wähle mir das aus. Das ist der Eintrag, den wir eben auch schon mal geändert haben. Jetzt gebe ich eine Skalierung von 0 bis 100 ein. Den Rest kann ich lassen. Das Ganze einmal safen und speichere das Ganze ab. Und jetzt sehen wir schon, ich habe hier so einen Slider. Den kann ich jetzt von links nach rechts drehen. Jetzt wird die Helligkeit niedriger. Jetzt wird sie eben entsprechend höher. Also man sieht, dieser Slider bewirkt halt, dass halt genau diese Werte, die wir eben händisch geändert haben, über den Slider dann eben geändert werden. Das Ganze kann ich mir jetzt auch natürlich auf alle anderen beliebigen Werte übertragen. Ich mache jetzt einfach nochmal den gleichen Slider hier drunter und wähle jetzt aber nicht Helligkeit aus, sondern ich nehme einfach einen anderen Datenpunkt, nicht Active Bright, sondern ich nehme jetzt einfach mal die Farbtemperatur. Und hier sehe ich schon, ich habe eine Skalierung von 1700 bis 6500 in Kelvin. Das Ganze speichere ich wieder und jetzt habe ich einen zweiten Slider, wo ich die Farbtemperatur ändern kann. Ich gehe jetzt mal mit der Helligkeit hoch, damit ihr das auch seht. Gehe ich auf einen wärmeren Weißton, 1700 Kelvin, sieht man schon viele Rotanteile im Licht. Und je weiter ich dann hochgehe, desto mehr Blauanteile bekomme ich und oben kann ich nochmal die entsprechende Helligkeit runterregeln. Und so kann ich das im Prinzip nach dem gleichen Prinzip auch mit anderen Werten machen. Und ich denke, das ist eine relativ simple Sache und damit brauche ich keine App mehr und kann das Ganze ganz lokal bei mir im IO Broker betreiben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne mal einen Kommentar da. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn dich weitere Videos und Beiträge zum Thema Smart Home interessieren, dann schau dir doch auch mal meine anderen Videos an.